Raketen rein. Mitten rein. Der ist doch wahnsinnig, ey. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Fallout 4. Mein Name ist der Ed von netgaming.tv und wir sollen in einen Vertibird steigen, der da gerade angeschissen kommt. Ich hoffe mal, dass es geht. Ich hatte das Spiel eben schon mal gestartet. Da konnte ich mit dem Vertibird nicht interagieren. Hab ein bisschen nachgelesen und es scheint mir auch wieder so zu sein. Das Quest scheint verbuggt zu sein. Finde ich jetzt ein bisschen scheiße. Scheint so nicht zu funktionieren. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als zu Fuß zu diesem Fort Strong zu eiern. Das machen wir jetzt auch mal. Ich guck mal auf die Karte. Wo ist es denn? Daten, ach, Blödsinn. Karte. Also hier sind wir. Nordhagen Beach, Prittwin, Fort Strong. Flughafen, Boston. Puh, das ist natürlich... ja, wir setzen eine Markierung. Können leider nicht hinfliegen mit dem Vertibird, weil es verbuggt ist. Finde ich schon mal starkes Stück, ehrlich. Guck dir an, man kann nicht mit interagieren hier. Das ist wieder 1A. Das ist echt ein bisschen scheiße. Ja gut, fliegen wir zum Flughafen runter und gehen dann halt zu Fuß hin. Scheißegal. Scheißegal. Gehen wir halt zu Fuß hin. Wird ein längerer Spaziergang. Scheißbug. Ich hoffe, dass es dann auch funktioniert. Wir probieren es einfach mal. Wenn nicht, muss ich den Part halt nochmal aufnehmen. Scheißegal. So. Hab gehört, du hast einen neuen Auftrag. Ja. Ja. Forschungspatrouille. Gehen wir erstmal raus hier. Irgendwie erstmal weg. Was denn das hier? Guck dich das mal an. Die Röhre. Wir sind zumindest schon mal relativ auf einem sicheren Weg. Problem an der Sache ist, ja, wir müssen überall rumeiern. Kopf, Unterlagen und Körpermittel. Na ja, gut. Was haben wir denn hier? Rums. Schauen wir mal, was hier los ist. Sieht auf jeden Fall stark aus. Ich hoffe, wir kommen hier irgendwie durch. Lass mal gucken. So an sich. Ja, wir wollen. Ich laufe jetzt der Straße lang, weil durchs Wasser werden wir wahrscheinlich nicht so gut kommen. Okay, speichert er wieder automatisch. Ich frag mich ja, wo Paladin Dance ist. Gucken wir mal, wie es hier geht. Sind wir richtig? Ja, ich habe eine Orientierung wieder wie eine Bockwurst. Alles klar. Der kaputten Straße folgen. So, auf geht's. Waffe mal gezückt. Und sieht ja echt übel aus hier die Gegend. Ah, wo ist eigentlich Paladin? Ah, okay, da ist er. Ich hätte mir zwar am liebsten unseren guten Nick mitgenommen, aber naja gut, wir nehmen erstmal den Paladin mit. Oh, gucken wir mal. Sieht gut aus, wir müssen rum. Alles klar, dann... Gehen wir hier mal rum. Und los geht's. Hä? Iron Maiden geht in Führung, aber Peace und Chuck ist direkt dahinter. Okay. Das läuft Kopf an Kopf. Ich glaube, da hinten ist es dann. Wenn ich mich nicht irre. Ein ziemlich heftiges Rennen. Ja, das müsste da hinten sein. Alles klar. Dann los. Ein toller Abend für ein Rennen. Was, Jungs? Abend rennen, hä? Habt ihr die Wetten abgegeben? Was ist denn hier kaputt? Was ist das denn? Und hier kommen sie! Aha, okay, ein... Auf die Onkel, hol schnell auf! Irgendein Rennen soll mich jetzt aber nicht wirklich interessieren. Ich will ja woanders hin. Boston Blaster, der hat das schon mal gerissen. So, gucken wir mal, sind wir hier richtig? Hier müssten wir richtig sein, ne? Passt, sind wir richtigen Weg, alles klar. Gucken wir mal.
Natürlich wird uns wahrscheinlich mehr Arbeit erwarten jetzt mit den ganzen Supermutanten ohne die Vertibird-Unterstützung. Aber naja gut. Wenn der Bug halt nicht so will, wie wir halt wollen, müssen wir halt improvisieren. Okay, was haben wir denn hier? Du deckst meinen Rücken. Haben die Minutemen dich geschickt? Oh, natürlich. Na klar, sag mir einfach, bei was ihr Hilfe braucht. Es gibt eine Raider-Gruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte. Sie drohen uns mit dem Schlimmsten, wenn wir ihnen nicht geben, was sie wollen. Okay. Wir wissen, wo sie sich versteckt haben, aber wir können es nicht mit ihnen aufnehmen. Ich sorge dafür. Mal sehen, was ich tun kann. Gut. Wir hätten nicht gewusst, an wen wir uns sonst hätten wenden sollen. Okay, aber erstmal kümmern wir uns jetzt um Fort Strong. Und dann um das andere Gedöns, sag ich jetzt mal. Die ganzen Nebenaufträge, die man so hat, ey, das ist schon Wahnsinn. Ja, gucken wir mal, ob das so klappt. US Army Fort Strong. US Army Fort Strong. Guck mal. Der hat keinen Helm auf, der Gute. Schub. Na, Mann, Screenshot. So, weiter geht's. Mit Knarre. Gucken wir mal, was hier abgeht. Hier ist irgendwas. Oh, was haben wir denn da? T-51, Fusionskerne. Bei solchen Befestigungen muss es hier etwas Wichtiges geben. Transfer. Ich will den Fusionskern mitnehmen. Der Rest ist mir egal. Aber schon krass, dass wir hier gleich mal zu Beginn... Oh, technisches Dokument. Ja, gerne! Na komm, raus hier! Raus! Boah. Da geht's. Gucken, ob wir den Bug ein bisschen verarschen können. Oder Einschusslöcher hier oder so. Okay. Scheint so, als ob wir den Bug verarschen konnten. Keine Gnade, genau. Töte den Supermutanten Biomus, sichere Fort Strong. Sichere die Waffenkammer von Fort Strong. Alles klar. Oh, mal schauen hier. Nachdem die letzte Folge ja wieder ein bisschen ruhiger war. Was ist das denn hier? Motorrad. Eieieiei. Okay. Wartet mal. Da müssen wir mal was gucken. Wir brauchen mal etwas mit. Ja, ich will mal gucken, was wir hier haben. Was haben wir denn hier? Taktisches Kampfgewehr. Mächtiges Scharfschützengewehr. Macht 66 Schaden. Viel haben wir gerade nicht. Alles klar. Ja, mal gucken, ob wir hier irgendwas erledigen können. Oh, die haben uns schon gesehen. Alles klar. Probieren wir dein Glück. Okay, der ist schon mal hin. Sehr schön. Scheiß Dinger, ey. Oh. Torso können wir gut schießen. Legendärer Supermutanten schlechter. Macht meine Knarre überhaupt irgendwie einen Schaden? Nee, ne? Rechtmäßige Herrschaft, 31, Raketenwerfer. Das ist nicht so gut. Stecherabzug, Kampfflinte, Brand. Taktisch, 39. Ja, Reichweite ist nicht so prickelnd, ne? Denk mal mit der Leuchtpistole, Artillerie, ich weiß nicht. Wir nehmen die jetzt. Alles klar. Treffe ich überhaupt? Fragezeichen.
Da muss ich näher ran, ey, wirklich. Okay, der ist hinne. Wo kommt denn jetzt noch was? Von da oben. Was hat er denn da? Charisma und Intelligenz, okay, cool. Irgendwas mit. Bügeleisen. Ich werd bekloppt. Bügeleisen. Was die alles für Scheiße mit sich rumschleppen. Was ist denn da? Oh, da ist noch einer. Komm, zeig dich. Lang lebe die Bruderschaft. Im Freien zu stehen ist taktisch gut. Kronkorken, Patrone. Okay. Wenigstens die haben wir erledigt, das ist schon mal gut. Aber uns fehlt noch der Behemoth. Molotow nehmen wir mit. Patrone nehmen wir natürlich auch mit. Brustkorb und Wirbelsäule, wie ekelhaft. Geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Lass mal gucken jetzt hier. Erstmal schauen. Was haben wir denn hier noch offen? Wir haben hier noch offen, glaube ich. Halt. Daten. Aufgaben. Sichere die Waffenkammer und töte den Supermutanten Behemoth. Okay. Der Knarre ist aber nicht wirklich so prickelnd. Die Reichweite ist mal absolut bescheiden. Nein. Mal gucken, was die hier für Scheiße haben. Auf jeden Fall ist hier Radioaktivität. Oha. Ich sehe ihn. Okay. Das schreit nach härteren Waffen. Ja. Das schreit nach härteren Waffen. Ich habe ihn gesehen. Okay, Behemoth. Oh, da kommt er. Zeig mir ihm, wie die Bruderschaft sowas macht. Geile Aufnahme. Richtet aber nicht viel Schaden an. Oha. Die hat gesessen. Daneben. Gleich ist er hinne. Oh, oh. Ah. Mein Gott. Das war ja auch schon wieder hart. Okay. Okay, Fusionskern, immer gerne. Schrotpatrone, Todeskrallen. Fleisch, was perforiert mächtig Kampfflinte. Mit Mündungsbremse. Todeskrallen, Zollstock. Okay. Komm, mein Dicker. Du zeigst wohin. Ja, ich geb dir mal was. Und zwar. Bisschen Schrott. Ich schieße. Alles klar. Jetzt brauche ich erstmal wieder eine andere Waffe. So, nicht schlecht. Hat funktioniert. Planke. Jetzt müssen wir die Waffenkammer sichern. Man muss ja hier irgendwo auch rumeiern. Scheiß Radioaktivität. Hier, Flasche mit Frostschutzmittel, alles klar. Können wir immer gebrauchen. Aus wie so eine Müllhalde hier. Halt, irgendwas war. Spüllappen. Ja, das brauchen wir noch. Ich gehe mal darüber. Waren wir hier schon drinne? Ich weiß gar nicht. Ja, hier waren wir schon drinne. Das ist in Ordnung. Ja, hier ist ja wirklich alles im Arsch. Mal gucken, wo die olle Waffenkammer ist. Kannst du hier rüberjumpen? Ja. Was haben wir denn hier alles? Ein Schreibtisch. Der ist leer. Ja, Bunsenbrenner. Hohe Flasche. Weg, komm. Weg. Nicht im Wege stehen. Gute Paladinens. Gucken, wo die Waffenkammer ist. Da oben sieht es noch relativ intakt aus. Gucken wir gleich mal hin. Was haben wir denn hier?
Ein Automaten. Ist hier noch was Interessantes, außer Trümmer? Nee. Ordnung? Nee, ne? Nee, keine technischen Dokumente, okay. Alles klar. Es gibt die Bruderschaft und alles andere. Dazwischen gibt es nichts. Ja, klingt ein bisschen fanatisch, wenn er mich fragt. Aber naja, gut. Entdeckt Fort Strong. Schon wieder? Haben wir das nicht schon? Ich glaube, hier drin müsste die Waffenkammer sein. US Army Fort Strong. Okay, eigentlich wäre es ja nochmal eine coole Idee für ein Screenshot. Komm, Waffe wegstecken. US Army Fort Strong. Okay. Können wir hier raus? Ja, ne? Okay. US Army, so. Schön positionieren. Screenshot. So, kurzer Cut notwendig gewesen. Das Aufnahmeprogramm hat ein bisschen rumgezickt gerade. Ja, wir sind hier in der Waffenkammer. Und irgendwer spricht hier und das gefällt mir gar nicht. Schädel. Also wird hier irgendwas rumeiern. Und das sieht schon recht ekelhaft aus. Aha. Okay, da unten ist einer. Paladin. Paladin Dance, ey. Was machst du denn da? Ich hänge fest. Ja, das ist doch scheiße. Du solltest doch da nicht lang gehen. Der eiert hier einfach lang. Mitten rein. Mitten rein. Der ist doch wahnsinnig, ey. Der ist doch wahnsinnig. Lauf nicht in meine Schusslinie. Ey, weißt du, du rennst hier voll vor. Paladin Dance, du bist echt, also wirklich ein Vollpfosten. Mitten hier irgendwo rein zu eiern. Mann, 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 ey. Ey, das ist ja. Ey, du bist echt ein Selbstmordkommando, ganz ehrlich, ey. Mann, Mann, Mann. Ich wollte hier erstmal in Ruhe alles durchsuchen. Gottes Willen, sage ich nur, ey. Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Weißt du, sowas habe ich ja besonders gerne. Einfach vorrennen, ohne Hirn einzuschalten. Wirklich ohne Hirn einzuschalten. Oh, jetzt gehen wir nochmal zurück. Hier zu diesen Trümmern, scheiße. Und gucken jetzt mal vernünftig. Ja, hier. Kronkorken, Patrone, Molotow-Cocktail. Nein, ich will keine Links nehmen. So, hier waren wir jetzt, hier wollte ich jetzt. So, jetzt mal langsam hier. Okay, wir machen erstmal diese Tür hier auf. Nein. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen? Okay. Schön. Gibt schließlich ein paar EPs. Nehmen wir gerne mit. Staubfädel. Okay, die Tür haben wir offen. Ist in Ordnung. Jetzt gehe ich mal hier hinten rein. Gucke, was hier am Bach ist. Was haben wir denn da? Schreibmaschine. Nochmal kurz was gucken. Genau, sichere die Waffenkammer. Das heißt wahrscheinlich, wir müssen hier alles und jeden abknallen. Aber das ist okay. Verbandschere. Telefon. Handschellen. Hm. Handschellen. Okay. Sollte mir das zu denken geben. Was haben wir denn hier? Pro-Snap-Kamera. Nach dem Staub zu urteilen, sind wir wohl die Ersten, die sich seit langer Zeit an diesem Ort umgesehen haben. Ja, das glaube ich auch. Plastikkürbis, Klemmet. Hier gibt's nicht wirklich was. Kommt mir alles schon mal so bekannt vor. Das haben wir doch schon mal alles sowas erlebt. Sowas ähnliches. Einkaufskorb. Was haben wir denn da? Cram. Industrielles Backfett. Okay. Speiseöl. Wer weiß, wozu es gut ist.
Milchautomat. Was es denn hier alles gibt? Das hier scheint die ehemalige Cafeteria zu sein. Salzstreuer. So, den nehmen wir auch mal. Was hast du hier? Auch Patronis. Okay, da sind wir. Von dort sind wir gekommen, ne? Genau, müssen wir hier. Ah, hier ist ein Aufzug. Schon mal okay. Ich gehe noch mal kurz gucken. Genau. Hier unten müssten wir jetzt alles durchsucht haben. Gehen wir mal zum Aufzug. Los geht's. In der Zeit können wir mal nachladen. Wer weiß, was uns da unten jetzt noch erwartet. Hoffentlich reiche Beute. Das wäre interessant. Oh. Mhm. Coca-Cola-Flasche. Technisches Dokument. Ja, geil. Die bringen ja schließlich auch da ein bisschen was. Wo du hintrittst. Hier liegen viele Trümmer. Naja, bleib ruhig. Ergänzglashalter. Also hier scheint nichts zu sein. Gehen wir weg beiseite. Wie ekelhaft. Guckt euch das mal an. Das ist so ekelhaft, so widerlich. Hier wird es so langsam interessant wieder. Schrank. Rüstungswerkbank, okay. Mechanister. Stimpak, Weatherway und aufbereitetes Wasser nehmen wir gerne immer mit. Mhm. Sehr interessant. Da oben, was haben wir denn da? Mutantenhund. Komm, zeig dich. Diese Ausrüstung ist nicht ohne Grund hier. Finden wir raus, warum. Da ist der nächste, okay. Ich glaube, wir sind nicht allein. Nein, sind wir auch nicht. Mensch, wir spielen. Ach, lass den doch da schießen. Ist mir egal. Wenn du da nicht weggehst, hast du Pech, ganz einfach. Oh. Scheiß Vieh. Na. Okay, jetzt machen wir wirklich einen auf Rambo hier. Einen auf Rambo. Nein. Du Ratte. Okay, hinne. Wer ist hinne? Ah, stark. Achtung, sie haben sich getarnt. Aber nicht stark genug. Getarnt, ja, nee, ist klar. Feinde wieder aufgespürt. Ja, tarnt. Sieh dir den Laden mal an. Du musst Mutanten genauso hassen wie ich. Knochen des rechten Arms. Wie, ey, es ist so widerlich hier, ganz ehrlich. Okay, Zeit uns hier unten mal ein bisschen umzugucken. Haben wir denn? Oh, Kisten, die aber nicht offen sind. Da kommen wir nicht ran. Da ist nichts drin. Was haben wir denn da? Schrank. Ah, hier geht's noch weiter. Vielleicht noch ein Fusionskern irgendwo. Was haben wir denn da? Jet. Obwohl, die Scheiße nutzen wir eigentlich gar nicht. Was haben wir denn hier? Metallkiste. Putzmittel. Patrone. Okay, Patronen sind immer schön. Aktenschrank. 5 mm Patrone. Kaffeekanne. Aber bis jetzt ist hier nichts Aufregendes gewesen. Superkleber. Ach, nun komm, hör auf zu spinnen. Wegen dem bisschen Superkleber. Okay. Kronkorken, Patrone. Patrone. Hier haben wir ja gut weggeballert. Zange.
da. Redex steht da. Wir gucken erstmal. Erstmal gucken. Ja, ich trage zu viel, das weiß ich auch. Wenn mal mein Kumpel hier wäre, dann könnte ich ihm ja mal was abgeben. Aber er will wohl gerade nicht. Also schleichen wir hier durch die Gänge. Restricted Area, keep out. Okay. Guck mal, was hier noch so ist. Was haben wir denn da? Redaway? Petaplatt? Bastenbugel? Kochplatte? Was? Laborflasche? Scharwissel? Schreibmaschine? Leere? Okay. Schrank haben wir auch noch hier. Schrank, natürlich. Ein Schrank. Oh Mann, ey. Team Bravo Testterminal. Okay, da gehen wir gleich mal ran. Scheint ja zumindest nicht versperrt zu sein. Auf geht's. Team Bravo, Bericht 001. Die Dinge spitzen sich hier langsam zu. Brock hat sich entschlossen, unsere Männer in zwei Teams aufzuteilen. Ich habe einen der kurzen Halme gezogen, also bin ich bei M42, Fatman-Werfer-Team gelandet, während die meisten meiner Kumpel schön oben bei den T51B-Anzügen sitzen. Was für eine lächerliche Idee der M42 doch ist. Ein tragbarer Werfer für Mini-Atomraketen. So lächerlich ist das nicht. Das ist ein geiles Ding. Die ein Soldat auf dem Schlachtfeld auf kurze Entfernung einsetzen soll. Ich habe mir die Pläne angesehen und weiß nicht, wie wir es schaffen sollen, dass dieses Ding den Gefechtskopf weit genug abfeuert, sodass der Soldat, der diese Todesfalle bedienen muss, nicht selbst aber drauf geht. Ja. Okay, Team Bravo, Bericht 02. Nein, das war ja Blödsinn. Komm. Genau, das wollten wir. Wir haben das Gewicht des Gefechtskopfs so weit wie möglich reduziert, aber ich denke, dass wir die Sache von der falschen Seite her angehen. Statt das Gewicht des Gefechtskopfs zu senken, sollten wir lieber versuchen, die Feuerkraft des Werfers zu erhöhen. Ich weiß, dass dadurch das Gewicht der bereits schweren Waffe weiter erhöht wird, aber uns bleibt keine andere Möglichkeit. Jemand aus dem Team hat vorgeschlagen, den Gefechtskopf mit Hilfe von Magneten wie bei einer elektromagnetischen Schienenkanone zu beschleunigen. Allerdings wäre dann das Netzteil schon so groß wie ein Koffer. Ich werde weiter über dieses Problem nachdenken und sehen, was mir dazu einfällt. Also die basteln ja, haben ja diesen Raketen, also diesen diese Fatman gebastelt. Heute Morgen haben wir zwei gute Soldaten verloren. Sie befanden sich an der Oberfläche und haben eine Mirk-Variante des Werfers getestet, als einer der Gefechtsköpfe eine Fehlzündung hatte und direkt auf dem Boden vor ihren Füßen auftraf. Die Armen hatten keine Chance. Wir haben nicht mal Überreste gefunden, um sie ihren Angehörigen nach Hause zu schicken. Also hat Brock befohlen, einige Dosen mit Sand zu füllen. Dieser Typ schert sich kein bisschen im Mund, sondern sorgt sich nur darum, dass ihm die Ordensträger in Washington nicht das Leben zur Hölle machen. Eieiei. Nicht gerade sehr mitfühlend, der Typ da. So, letzte Nacht lag ich im Bett und hatte einen dieser Aha-Momente. Ich bin zu den Jungs von der Nachtschicht ins Labor rübergerannt, habe all ihre Zeichnungen auf den Boden gefegt und angefangen, meine Ideen zu zeichnen. Sie haben bestimmt gedacht, dass ich verrückt geworden bin. 6 Stunden, ungefähr 14 Becher Kaffee. Später hatte ich alles fertig. Wir werden eine kleine Ladung als Zündhilfe einbauen, um den Gefechtskopf aus dem Werfer zu katapultieren. Die Reichweite wäre dadurch sehr groß und die Sprengladung könnte am Gefechtskopf selbst angebracht werden. Brock schien der Plan zu gefallen und er hat uns grünes Licht für die Entwicklung eines Prototypen gegeben. Ich kann es kaum erwarten. Okay, cool. So, letzter Eintrag. Es hat fast ein ganzes Jahr und über 100 Testschüsse gedauert, aber jetzt ist der M42 bereit, in der Praxis angewendet zu werden. Kaum zu glauben, dass ich über ein Jahr mit diesem einen Projekt verbracht habe. Ich bin froh, dass wir unseren Jungs, die im Ausland kämpfen, eine gut getestete Waffe liefern können. Jetzt, da das Projekt abgeschlossen ist, wird uns Brock eine neue Aufgabe geben. Aber vorerst werde ich den Rest des Monats damit beschäftigt sein, diese Gefechtsköpfe einzupacken und zu verschiffen. Okay. Sehr interessant. So, wo ist mein Paladin Dance? Wo ist er denn? Kommt er heute noch oder hat er sich jetzt verabschiedet hier oder was? Gucken, was wir hier haben. Klebeband. Wir nehmen alles mit. Scheißegal. Oh, Med-X nehmen wir auch mit. Was haben wir hier noch was? Dandy Boy Äpfel? Ne, will ich jetzt nicht.
Irgendwas. Ja, ich weiß, dass ich zu viel trage. Das weiß ich. Das braucht er mir nicht sagen. Moment jetzt. Ja, Patrone natürlich nehmen wir auch mit. Radio. Irgendwie scheint sich Paladin Dance so ein bisschen in Luft aufgelöst zu haben. Na schön. Was haben wir denn hier? Hier ist noch irgendwas Interessantes. Also schleichen wir weiter. Okay, rechts runter, links runter. Oh! Ja, geil. Wir werden einfach so mal gelagert hier. Und hier ist noch mehr. Aber leider nicht fertige. Aber Patronen. Stimpack nehmen wir auch mit. Sehr schön. Bin ich jetzt hier gelandet? Im Lager oder was? Hammer. Na gut. So, schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Tut mir leid, dass wir jetzt hier durch die Gegend schleichen, aber leider, mein Freund Paladin Dance ist der Meinung, er müsse sich irgendwo aufhalten, nur nicht hier. Wo ich ihn jetzt mal gut gebrauchen könnte. Okay, sind wir hier im Lager. Wie ihr scheint. Da würde ich so gerne reingucken. Aber ist nicht. Echt ärgerlich. Okay. Was haben wir denn eigentlich noch offen? Was müssen wir denn noch machen? Sprich mit Paladin Dance. Na super. Ja, wo ist er denn, der Sack? Wahrscheinlich draußen, ne? Also bin ich jetzt hier umsonst nochmal runtergeeiert oder was? Ah, das ist ja geil. Das ist ja mal absolut endgeil. Okay, eiern wir mal ein bisschen hoch. Wenigstens haben wir zwei Atombomben bekommen für unseren Fatman. Das ist schon mal viel wert. So, gucken wir mal. Schleich, schleich, schleich. Wisst ihr was? Wir haben doch Punkte über, ne? Dann machen wir jetzt mal Folgendes. Gehen wir halt ein bisschen in Stärke rein. Und dann dürften wir eigentlich mehr schleppen können. Charisma gehe ich auch nochmal einen rein, weil das werden wir mit Sicherheit brauchen. So. Aber wir können immer noch nicht besonders viel mehr schleppen. Was für ein Scheiß. So, da sind wir gekommen. Genau. Dop, 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 dop. Ich würde euch ja am liebsten ein bisschen Musik einspielen jetzt. Aber ihr wisst ja, ne? Wir müssen hier raus. Ja, dann wo bist du? Du Hammel. So, komm. Ich will mal ein bisschen plunderlos werden. Da hinten steht er. Ah, das ist doch eine Pfeife, ey. Vor dem Herrn. Komm, ich will mit dir reden. Sieh dir den Laden mal an. Du musst Mutanten genauso hassen wie ich. Wieso der Hass? Warum hast du Supermutanten so sehr? Hass ist noch viel zu milde ausgedrückt. Diese Monster sind nur ein weiteres Beispiel dafür, wie die Menschheit blind einen Schritt nach vorne macht, nur um dann zwei Schritte zurückzutaumeln. Ich kämpfe schon seit Jahren dafür, diesen Irrsinn zu beenden. Und gerade als es so aussah, dass wir die Oberhand gewinnen, tauchten die Sins auf. Ich habe gesehen, was diese Supermutanten mit Leuten anstellen. Kannst du dir vorstellen, was die Sins mit uns tun würden, wenn sie jemals die Oberhand gewinnen? Es wäre der erneute Weltuntergang. Und vielleicht das Ende von allem, was uns etwas bedeutet. Ich will dich auch nicht mit meinem Gerede langweilen. Ich will nur, dass du verstehst, wie wichtig diese Missionen sind. Armageddon, okay. Wie sollten die Sins für unseren Untergang verantwortlich sein? Wenn es irgendwann mehr Sins als Menschen gäbe, wie lange würde es wohl dauern, bis sie beschließen, dass wir nicht mehr gebraucht werden? Sie haben ganz offensichtlich die Fähigkeit, neue Sins herzustellen. Also sind wir entbehrlich. Und mit der Technologie des Instituts auf ihrer Seite könnte sie nichts aufhalten. Nicht einmal die Bruderschaft. Das ist ein Albtraum, den man sich besser gar nicht vorstellen sollte. Naja, genug davon. Das Wichtige ist, dass du den Job erledigt und die Sprengköpfe für uns sichergestellt hast. Du solltest zu Pridwin zurückkehren, um mit Maxen sprechen. Ich bin sicher, er will so bald wie möglich eine Einsatznachbesprechung. Wegtreten.
Vielleicht bin ich altmodisch, aber es gibt nichts Besseres, als im Einsatz zu sein. Hört sich so ein bisschen an wie Terminator. Ja, toll, jetzt haut er ab, der Arsch. Mann, 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 ich wollte doch nur was geben, ey. Mann. Hat sich so ein bisschen wie Terminator angehört, die Geschichte so mit den Maschinen und so weiter. Gar nicht schlecht. So, jetzt gehen wir noch zurück zur Pritwin. Wenn ich es denn irgendwie hinkriege. Also, erstmal hier gucken. Und dann sind wir für heute auch schon mal durch. Dann mache ich mich für heute schon mal wieder Schluss. Ich muss das Ganze ja auch noch rendern. Und schon mal vorbereiten. So. Ja, dann öffnen wir das Commonwealth. Mach mal auf. Den Bock hier. Das Quest geben wir jetzt aber nochmal ab. Oder beim nächsten Mal kümmern wir uns mal ein bisschen Kleinkram, was die Quests angeht. Gucken wir mal auf die Karte. Kommen wir denn zurück? Direkt auf die Pritwin? Ah, natürlich. Das ist natürlich jetzt mal richtig kacke, ne? Ich trage zu viel. Mann, was haben wir denn da? Teilrüstung, rechter Arm. Schadensresistenz. Charisma und Intelligenz, ist ja nicht schlecht. 3 Kilo drüber, oder was? Wir kommen. Das hat aber Gewicht 0,5. Gewicht Bourbon. Gewicht, komm, Bourbon braucht man nicht, ne? Jetzt müssten wir aber eigentlich reisen können. Ich will zur Pritwin. Immer noch. Es war zu viel Bourbon, was wir mit rumgeschleppt haben. Tja. Level 20 sind wir schon. Eigentlich müssten wir auch mal nach Diamond City wieder. So, wo ist er denn? Da oben? Da oben. Okay. Machen wir mal. Auf geht's. Wenn es nach mir ginge, würde ich die wilden Kohle muten. So. Kicken wir mal. Da vorne ist er. Das ist ja gut. Ups. Ich wollte nicht runter. Auf geht's. Das war ausgezeichnete Arbeit in Fort Strong, Soldat. Fort Strong nachwehen. Ach, wir haben ihn gesoffen. Das war nicht das Institut für die Bruderschaft. Nachwehen. Was passiert jetzt mit Fort Strong? Paladin Dance sorgt für den Transport der Fatman-Sprengköpfe auf die Pritwin. Sie werden sich in Zukunft noch als sehr nützlich erweisen. Ich habe außerdem einen Trupp dorthin befohlen, der das Fort sichern soll. Es dient uns dann als Aufmarschgebiet und schützt zugleich die Ostseite des Flughafens. Alles in allem haben sie uns einen ziemlich nützlichen Stützpunkt beschafft. Okay, für die Bruderschaft. Es war eine Ehre, für die Bruderschaft zu kämpfen. Es freut mich, dass Sie das so sehen, denn unsere Mission hat gerade erst begonnen. Um das Institut in die Knie zu zwingen, müssen wir jede Waffe einsetzen, die uns zur Verfügung steht. Ich versuche, meine Soldaten immer bestmöglich auszurüsten. Daher habe ich diese hier für Sie. Mit einer Signalgranate können Sie einen Vertibird zu Ihrer aktuellen Position rufen, falls Sie einen Lufttransport benötigen. Werfen Sie sie einfach auf den Boden. Der Vertibird wird sich dann im elektromagnetischen Rauch orientieren, den die Granate freisetzt. Sind Sie an Bord, nutzen Sie die Karte Ihres Pip-Boys, um eine Verbindung mit dem Navigationssystem des Piloten herzustellen. So kann er Sie hinbringen, wo auch immer Sie hin müssen. Oh, cool. Danke. Danke, Ältester. Ich werde Sie gut einsetzen. Das erwarte ich. Nun, ich bin mir sicher, dass Ihnen klar ist, Fort Strong war nur der erste Schritt zur Befreiung des Commonwealths. Jetzt liegt eine weitaus größere Aufgabe vor Ihnen. Inzwischen ist Ihnen sicherlich klar, dass unser Erscheinen im Commonwealth kein Zufall war. Wir sind hier, weil Paladin Dances Erkundungsteam eine einzigartige Energiesignatur entdeckt hat. Laut unseren Gelehrten ist diese Signatur ein Anzeichen für einen technologischen Fortschritt, wie ihn nur das Institut erreichen kann. In dem Moment, in dem wir diese Information erhielten, war unsere Mission klar. Das Institut und alle, die mit der Erschaffung der Synths in Verbindung stehen, müssen ausgeschaltet werden. Um jeden Preis. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir allerdings das Hauptquartier des Instituts finden. Ich habe unsere Gelehrten des Commonwealths sorgfältig absuchen lassen.
aber sie konnten nichts finden. Wo fange ich nur an? Untergrund, Gelehrte haben keine Ahnung, alles was du brauchst. Was immer sie brauchen, Ältester, sagen sie mir es einfach. Ich will, dass sie da rausgehen und zu unseren Augen und Ohren werden. Sie schienen bereits vor unserem Treffen daran interessiert zu sein, das Institut zu finden. Daher bin ich mir sicher, dass sie sich in den richtigen Kreisen bewegen werden. Wenn sie einen Weg hineinfinden, melden sie mir das sofort. Irgendwelche Fragen, Ritter? Nö, Vorschläge, dann geben wir Institutaufzeichnungen. Gibt es nicht irgendwelche Vorkriegsaufzeichnungen über das Institut, die uns helfen könnten? Unseren Aufzeichnungen zufolge ist das Institut aus den Resten einer Vorkriegsbildungseinrichtung hervorgegangen. Dem Commonwealth Institute of Technology. Die Ruinen dieser Einrichtung befinden sich im Zentrum der Stadt. Aber wir haben sie bereits gründlich durchsucht. Die Einrichtung wurde offensichtlich bereits vor langer Zeit aufgegeben. Die Spur endet also dort. Sonst noch etwas, Ritter? Nö. Im Moment nicht, Ältester. Gut, dann wegtreten. Okay, cool. Gut. Was könnten wir denn jetzt noch schnell machen? Ich müsste eigentlich mich mal modifizieren. Wartet mal, haben wir irgendwas eingesackt? Eingesackt, was waffentechnisch rechtmäßige Signalrakete, Scharfschützengewehr ist nicht schlecht. Mündungsbremse. Man könnte es auseinandernehmen. 100% Effizienz. Na gut. Druckanpassung des internen Luftsacks. Durchgehend grünes Licht. Das heißt, wir dürfen uns jetzt um die anderen Sachen kümmern. Und das werden wir auch machen. Aber das alles erst in der nächsten Folge. Wie immer, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Denkt ans Feedback, denkt ans Däumchen, denkt ans Abo natürlich, wenn ihr wollt. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid, bei Fallout 4. Ich bin für heute raus, macht's gut, euer Ed von netgaming.tv. Bye, bye!